Hallo und willkommen zum neuen Video auf dem WinLab-Kanal. Mein Name ist Niklas, ich bin studentische Hilfskraft im WinLab und ich werde euch heute etwas zu OpenStudent näher bringen. Heute gehen wir auf den dritten Teil in OpenStudent ein, beziehungsweise werden diesen durchführen mit euch zusammen. Zunächst einmal stelle ich wieder das WinLab vor, so wie immer, und danach kommen wir auch schon in OpenStudent rein und setzen unser finales Projekt um. Das WinLab ist ein Makerspace oder auch FabLab genannt und das Prinzip bei uns ist es Do-it-yourself, das heißt Sachen lieber selber herstellen, anstatt diese zu kaufen. Das Ziel von uns ist es, Privatpersonen den Zugang zu modernen Technologien und Produktionsmitteln, wie zum Beispiel 3D-Druckern oder auch Lasercuttern zu ermöglichen, damit natürlich auch jeder die Möglichkeit hat, diese guten Geräte nutzen zu können. Denn man kann damit sehr viel machen und wahrscheinlich hat nicht jeder von euch so eine Geräte zu Hause und damit ist es natürlich einfacher, dann sowas auch umzusetzen, so eine Projekte. Ich meine, heute haben wir jetzt ein Softwareprojekt, das heißt, das könntet ihr auch jetzt ohne das WinLab direkt umsetzen. Aber es gibt natürlich auch viele Sachen auf unserem Kanal, die ihr mit Hilfe von 3D-Druckern oder Lasercuttern oder Stickmaschinen oder so umsetzen könnt. Und bei so einen Sachen helfen wir euch dann natürlich auch, wenn ihr vor Ort vorbeikommt. Ansässig sind wir in Wildau, das ist in der Nähe von Berlin, für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen. Und dieses Video ist ein Teil der DIY Content Creation Reihe. Diese ist dazu da, um selber kostenlos Content zu erstellen. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne Feedback dazu in den Kommentaren da lassen, wenn ihr Interesse an weiteren solcher Videos habt oder wenn ihr noch andere Sachen sehen wollt, wie beispielsweise eine Bildbearbeitung, eine Audiobearbeitung, andere Software, ein anderes Videoschnittprogramm oder sonstige Vorschläge habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Dann gehen wir natürlich auch darauf ein und versuchen euch dann mehr bieten zu können in Zukunft. Und genau, das war es soweit zur Einleitung. Das letzte Video hat sich ja mit den OpenShot-Funktionen beschäftigt. Das heißt, da habe ich euch gezeigt im Workshop 2 von OpenShot, wie ihr welche Funktionen in OpenShot benutzt. Das heißt, wie könnt ihr Sachen schneiden, wie könnt ihr Text einfügen, wie könnt ihr Sachen verschieben und so weiter und so fort. Da gibt es ja dann auch noch Filter und Übergänge und alle möglichen Sachen. Wenn ihr das nicht gesehen habt, könnt ihr euch das gerne erstmal nochmal anschauen, damit ihr erstmal die Grundlagen sozusagen kennt. Wobei die Grundlagen dann noch teilweise im ersten Workshop waren. Da ging es dann mehr um die Benutzeroberfläche und um OpenShot allgemein. Und jetzt in diesem Teil geht es im Endeffekt darum, dass wir heute mal ein richtiges Projekt umsetzen. Ich habe ein paar Videosnippets aufgenommen vorher im WinLab und die werde ich euch dann gleich auch zeigen und dann werden wir zusammen dieses mal ein bisschen bearbeiten, dass dann ein kleines, schönes Video draus wird. Es wird jetzt kein langes Video werden, es wird so, denke ich mal, so 4 bis 6 Minuten werden. Werden wir dann am Ende sehen, je nachdem, wie viel geschnitten wird. Und ja, ich würde sagen, dann habt ihr auch mal sozusagen mal ein Beispielprojekt, wie das dann am Ende aussehen kann. Was wir genau heute machen, wir werden heute ein paar Fehler ausbessern in dem Video. Wir werden uns ein Intro einfügen, also das WinLab-Intro in diesem Fall. Dann werden wir die Übergänge ein bisschen bearbeiten. Wir werden vielleicht noch einen Text hinzufügen. Genau, und das war es eigentlich auch schon zur Einleitung jetzt. Das erste, was ich mache, ich werde mir natürlich jetzt die Dateien, die wir brauchen, hier links oben reinziehen. Die habe ich jetzt aktuell auf dem zweiten Monitor und werde die jetzt einfach mal reinziehen und euch kurz ein bisschen was zu sagen. So, das hier ist die erste Datei. Filament wechseln heißt die. Das ist sozusagen die Hauptdatei, die große RAW-Datei, sag ich mal, was im Endeffekt der Content des Videos sein soll. Dann haben wir als nächstes noch so ein kleines Voice-Intro, habe ich es genannt. Das ist einfach nur so eine kleine Einleitung, geht auch nur 6 Sekunden oder so, wo ich kurz eine Begrüßung mache und halt kurz sage, um was es in diesem Video gehen soll. Dann haben wir noch einmal das WinLab-Intro. Das kennt ihr ja auch bestimmt schon. Das ist ja in diesem Video auch schon vorgekommen, was ihr jetzt gerade schaut. Und genau, das werden wir natürlich auch einfügen gleich. Und was ich jetzt noch habe, ist ein Animationsbanner. Das sind so die Mediendateien, die wir jetzt in diesem Video brauchen werden. Und die wir jetzt ein bisschen bearbeiten werden. Genau, und dann können wir eigentlich theoretisch auch schon anfangen. Ich würde sagen, also wir könnten jetzt die Spuren umbenennen, ist jetzt aber, glaube ich, in diesem Fall jetzt nicht so wichtig, weil wir jetzt bei uns nicht mehr wirklich mit einer Audiodatei arbeiten werden. Einfach aufgrund der Tatsache, dass halt wir auch die Rechte für diese Audiodatei dann bräuchten. Das heißt, wenn wir jetzt Musik noch einfügen wollten im Hintergrund oder so, dann bräuchten wir auch die Rechte dazu, weil wir das ja hier auf YouTube hochladen. Und das haben wir dann natürlich nicht. Das heißt, wir werden jetzt in diesem Fall keine Musik verwenden. Ihr könntet jedoch theoretisch dann jetzt in der zweiten Spur noch Musik oder sowas einfügen. Oder auch dann in der dritten oder so. Aber das machen wir jetzt in unserem Fall nicht. Was ich als erstes machen werde, ich werde erstmal hier die Reihenfolge sozusagen festlegen und erstmal alle Sachen hier auf die Zeitleiste ziehen oder auf die Timeline. Ich zoome natürlich ein bisschen raus, damit wir hier einen Überblick haben. Und jetzt seht ihr schon, hier ist unsere Hauptdatei im Endeffekt.
Und wir haben diese Voice Line, die ich schon gerade erklärt hatte, die dann natürlich an den Anfang kommt. Dann haben wir noch das Intro. Das würde ich gerne dazwischen haben. Und dann haben, ich mache das mal noch mit Absicht noch nicht ganz ran, weil wir die Enden hier noch ein bisschen bearbeiten werden gleich. Und dann haben wir noch dieses Banner. Das wird nebenbei abgespielt, aber das machen wir erst später. Das machen wir erst, wenn der Schnitt sozusagen fertig ist, erstmal. So, wir können uns ja kurz mal das hier anhören. Ich schau mal kurz, ob ihr das dann auch hört, weil ich höre das natürlich jetzt über meine Kopfhörer. Hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video auf dem Winlab-Kanal. Heute werde ich euch zeigen, wie man das Filament bei einem 3D-Drucker, genauer gesagt bei einem Sigmax 3D-Drucker, wechselt. Und ich würde sagen, nach dem Intro geht's auch schon los. Bis dann. Genau, das war jetzt die Audioline, die ihr gerade gehört habt. Die habe ich im Voraus kurz aufgenommen. Einfach nur als kurze Einleitung zu diesem Video. Und was ich jetzt machen werde im Endeffekt, ich werde jetzt hier die letzte Sekunde oder so gleich mal wegschneiden. Einfach aufgrund der Tatsache, dass mir das nicht so gefällt mit diesem bis dann und so. Das wollte ich gleich nochmal ein bisschen kürzer schneiden und das hört sich dann meiner Meinung nach einfach ein bisschen besser an. Das könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr hier Probleme habt und so eine kleine Stelle habt, wo ihr was gesagt habt, was ihr nicht sagen wolltet oder was nicht in das Video rein soll. Dann könnt ihr das natürlich rausschneiden. Ich habe das jetzt auch bei diesem Hauptpart teilweise mit Absicht gemacht. Also ich habe jetzt hier mit Absicht ein paar kleine Fehler reingebracht. Einfach nur da, dass ich euch das mal zeigen kann, wie sowas aussehen könnte und wie man dann sowas auch bearbeitet. Bei einem Sigmax 3D-Drucker wechselt und ich würde sagen, nach dem Intro geht's auch schon los. Genau, in meinem Fall, ich habe es mir gerade nochmal angehört, ich würde nach diesem Sigma 3D-Drucker wechselt, würde ich den Cut machen und dann würde ich das Intro einspielen. Das hört sich meiner Meinung nach einfach ein bisschen flüssiger und besser an. Bis genauer gesagt, bei einem Sigmax 3D-Drucker wechselt und Genau, das wäre an dieser Stelle hier. Man kann natürlich immer, also ein wichtiger Tipp ist dabei, immer ein bisschen reinzoomen. Dann habt ihr hier euren Zeiger, dann könnt ihr immer so ein bisschen nach vorne spulen und gucken, wie sich das an der Stelle anhört. Und wenn ihr die richtige Stelle gefunden habt, macht ihr einfach kurz Pause oder ihr setzt eine Markierung, das geht natürlich auch hier mit diesen Marken. Und dann könnt ihr mit Hilfe des Schnittwerkzeugs einfach einen Schnitt setzen. Das mache ich jetzt mal. und Genau, hier fange ich mit und an. Das heißt, ich suche jetzt einfach mal diese Stelle raus, gehe auf das Schnittwerkzeug, schneide einmal. Mach das wieder weg und hör mir das jetzt nochmal an, ob das so okay ist. Jetzt bin ich einigermaßen zufrieden mit dem Produkt. Das heißt, jetzt können wir im Endeffekt weitermachen. Was ich gerade schnell noch gemacht habe, ist, ich habe hier noch einen Rechtsklick drauf gemacht, habe dann auf Anzeige und dann Kurvenform anzeigen geklickt. Dadurch zeigt euch einfach die Audiospur an. Das heißt, ihr seht hier, wann ein Audioausschlag ist in dem Clip und dann könnt ihr auch manchmal so ein bisschen besser entscheiden, wann im Endeffekt hier der beste Schnittzeitpunkt wäre. Was ich jetzt machen werde, ich werde einfach diese Dinger, die ich nicht mehr haben will, markieren und einfach löschen. Das mache ich, indem ich einfach raufgehe und dann einfach entfernen auf meiner Tastatur klicke. Jetzt haben wir hier sozusagen den Einleitungspart fertig und ich würde jetzt schnell mal das Intro hier anfügen und hier ist auch nicht viel mehr zu machen. Wir können uns das gerne erstmal anhören. Hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video auf dem Winlab-Kanal. Heute werde ich euch zeigen, wie man das Filament bei einem 3D-Drucker, genauer gesagt bei einem Sigmax 3D-Drucker, wechselt. Genau, das wäre bis jetzt der Part. Eine kleine Sache, die mir noch nicht ganz so gut gefällt, aber das werde ich jetzt in der Zeit nicht ändern können. Ganz am Ende hier hört man das ein bisschen an meiner Tonlage, dass das nicht der Satz, dass das Satzende ist sozusagen. Das heißt, wenn man jetzt ganz professionell sein würde, könnte man jetzt hier noch einen Filter rüberlegen, einen Stimmfilter. Das heißt, man würde hier nochmal einen Cut machen am Ende, würde hier nochmal einen kleinen Filter drauflegen und könnte somit dann im Endeffekt nochmal das verändern. Genau, soweit bin ich aber ganz zufrieden damit. Kommen wir jetzt zum Hauptteil. Hier mache ich das genauso. Das heißt, ich mache hier einen Rechtsklick drauf, gehe auf Anzeige, Kurven anzeigen. Das dauert jetzt ein bisschen, weil das so groß ist. So, jetzt hat es auch schon geklappt. Jetzt sind wir in der Kurvenansicht drin. Sieht soweit jetzt erstmal gut aus. Genau, jetzt müssen wir uns theoretisch das einmal alles anhören und gucken, wo wir kleine Stellen haben, die mir nicht so gut gefallen. Und dann können wir diese Stellen rausschneiden. Ich hoffe, der Sound ist jetzt nicht für euch zu laut. Ich werde es jetzt aber Hallo einfach mal Leute und abspielen. willkommen zu diesem neuen Video auf dem Winlab-Kanal. Ich bin's Niklas und ich zeige euch heute, wie man das Filament wechselt. Dafür seht ihr hier schon mal unseren 3D-Drucker. Ich hoffe, ihr könnt alles gut erkennen. Hier seht ihr das Filament, was derzeit drin ist. Und das ist mal so ein bisschen zu zeigen von der Seite. Hier seht ihr es. Das geht im Endeffekt hier rein. Nicht wundern, dass jetzt hier natürlich die Stimmlage ein bisschen eine andere ist. Ich habe hier natürlich ein anderes Mikrofon verwendet, als ich hier an meinem Arbeitsplatz sozusagen habe. Und genau, schauen wir mal weiter. Dieses kleine Loch.
Und wir werden jetzt einfach mal durchgehen, wie man dieses Filament wechselt. Das heißt, wir wollen dieses Filament hier nicht mehr haben und wollen jetzt anstelle diesem Filament mal ein anderes haben, um einen Druck zu starten. Dafür gehen wir jetzt zunächst hier dem Display. Sieht man, hier sind wir gerade noch in einem falschen Modul drin. Dafür gehen wir einfach rechts oben rauf, wenn da noch was Falsches eingestellt sein sollte. Und dann können wir jetzt ganz einfach hier auf Utilities gehen und gehen jetzt einfach auf Filament und gehen erst einmal auf Unload, weil wir haben ja noch ein Filament aktuell drin. Das heißt, wir wollen jetzt ein neues reinmachen. Und ich werde jetzt ganz einfach mal hier den rechten Extruder auswählen, weil wenn wir jetzt mal schauen, das geht in den rechten. Und der unloadet jetzt den rechten im Endeffekt. Ich habe jetzt mal kurz Pause gemacht. Was mir gerade noch aufgefallen ist, die Audiospur ist relativ laut und ich finde, die ist auch etwas lauter als im vorherigen Clip. Das heißt, ich würde die Audiospur etwas leiser jetzt machen. Dafür wähle ich den Clip aus, mache einen Rechtsklick, gehe auf Lautstärke und kann auf ganzen Film gehen und kann jetzt hier sagen, wie laut ich das haben will. Ich mache jetzt erstmal 80% und gucke mal, ob es jetzt besser ist. Ja, werdet ihr auch gleich sehen. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera so bezieht, aber hier geht dieses Kabel, also dieses Film. Ich finde es immer noch sehr laut. Das heißt, ich mache dasselbe normal, mache es aber jetzt mal auf 60%. Moment durch und das wird dann gleich raus. Ja, jetzt ist es schon besser, jetzt gefällt es mir gut. Ich mache zum Vergleich kurz nochmal diesen ersten Clip an und schaue, wie laut es da war. Okay, man hört immer noch, dass es um einiges leiser ist. Das heißt, ich mache es nochmal. Ich gehe nochmal an die Stelle, wo wir gerade waren und werde jetzt kurz einmal das nochmal verändern. Ich denke mal, 50% sollten jetzt ganz gut sein. Es kann ruhig etwas lauter sein als die Einleitung, aber es sollte nicht zu laut sein, weil es sonst einfach ein bisschen komisch wirkt. Warten wir hier mal einen kleinen Moment. Genau, jetzt sieht man auch schon, jetzt haben wir einen kleinen Punkt, wo wir vielleicht was schneiden könnten. Hier haben wir einen Moment, wo wir keine Voice Line haben. Das heißt, hier sage ich in dem Moment nichts. Und ich habe auch gerade in dem Video gesagt, wir warten einen Moment. Das heißt, hier passiert gerade was. Und das heißt, dieses Stück brauchen wir im Endeffekt nicht und können wir rausschneiden. Schauen wir uns das mal kurz an. Passiert hier wirklich nichts? Ne, hier passiert wirklich nichts. Ab diesem Punkt hier zoome ich wieder zum Display. Das heißt, man könnte... Und ab hier fange ich auch wieder an, was zu sagen. Das heißt, man könnte ab hier wieder anfangen, einzusteigen sozusagen. Das heißt, ich schneide jetzt hier mal kurz einmal hier hin. Genau, einmal an dieser Stelle und einmal an dieser Stelle. Genau, so. Wähle das Tool wieder ab. Und jetzt habe ich hier diesen Part, den wir nicht brauchen. Hier auf Entfernen, lösche das. Und jetzt haben wir hier erstmal ohne einen Übergang, aber jetzt haben wir erstmal hier so einen Cut gemacht, der jetzt vielleicht ein bisschen hart am Anfang ist, aber wir können uns das ja mal anschauen. Aber hier geht dieses Kabel, also dieses Filament durch und das wird dann gleich rausgezogen. Warten wir hier mal einen kleinen Moment. Jetzt wird erstmal ihr seht schon, es sieht an sich ganz gut aus, nur der Cut ist ein bisschen stark. Da werden wir gleich noch einen Übergang reinmachen, aber ich würde erstmal das Video bis zum Ende schneiden. Schauen wir uns das weiter an. Aus dieser Düse hier entfernt durch das Erhitzen und dann kann das gleich auch rausgezogen werden. Dann warten wir noch mal einen kleinen Moment ab und dann können wir auch gleich schon starten. Diesen Teil hier könnte man auch rausnehmen. Ich mache es jetzt auch mal wieder, einfach aufgrund der Länge. Wir wollen ja kein super langes Video haben. Das heißt, ich werde jetzt wieder hier einen Cut setzen. Genau. Und ich werde hier einen Cut setzen, weil hier geht es wieder weiter. Das sehe ich allein schon an der Voice Line hier. Das spart auch oft sehr, sehr viel Zeit. Trotzdem sollte man das natürlich am besten nochmal kontrollieren, ob das wirklich so ist. Darum schaue ich mir auch gerade das gesamte Video an und nicht nur die einzelnen Teile, wo ich nichts sage. Man soll sich am besten alles anschauen. Man kann dann auch kleine Versprecher oder so, könnte man beispielsweise auch noch rausschneiden, wenn es sehr nervig ist. Durch das Erhitzen und dann kann das gleich auch rausgezogen werden. So, jetzt sagt er mir... Okay, gut, ist soweit okay. Wenn ihr euch wundert, warum das gerade so ein bisschen geleckt hat und kurz stehen geblieben ist, diese Vorschau, das kann sein. Dieser Editor hier, der ist natürlich auch nicht perfekt und auch nicht komplett leistungsfähig. Das heißt, es kann auch mal sein, dass ihr ein paar kleine Ruckler habt oder dass die Voiceline nicht perfekt ist oder so. Das ist normal, wundert euch nicht. Im späteren Verlauf, beziehungsweise wenn ihr das Video dann rendert, dann ist das natürlich nicht mehr so. Also dann wird es... perfekt oder normal, sage ich mal, gerendert. Ich kann es unloaden und soll das jetzt rückwärts gleich spulen. Ich nehme jetzt mal meine Hand hier, ich hoffe, man sieht es. Genau hier.
Jetzt seht ihr schon. In diesem Fall haben wir jetzt natürlich das sehr laute Geräusch vom 3D-Drucker. Ist jetzt aber nicht wirklich zu vermeiden, weil das auf derselben Audiospur ist. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch könnte ich jetzt hier einen Cut machen und dieses Stück, wo dieser 3D-Drucker so laut ist, könnte ich von der Gesamtlautstärke runterstellen, damit dann im Endeffekt das nicht so laut und nervig ist für das Video. Werde ich jetzt in dem Fall aber nicht machen, weil sich für diesen kurzen Moment jetzt nicht lohnt. Das muss man jetzt einfach mal kurz ertragen. Bewegt sich. Wir entfernen jetzt hier das alte Filament. Und wenn ihr könntet vielleicht auch am Kabel das sehen. Ich weiß nicht, ob man es so gut sieht. Ah, man sieht es da doch, da sieht man es ein bisschen. Entfernt sich jetzt auch nach und nach. Ich muss mal hier die Spule mal ein bisschen aufrollen. So, weiter geht's. Hier sind jetzt so ein paar Kleinigkeiten, die man alle rausschneiden könnte. Man könnte jetzt diesen kleinen Part könnte man rausschneiden. Hier habe ich einmal auch nur so ein paar Sachen gesagt, die jetzt nicht wirklich wichtig waren. Die könnte man auch rausschneiden. Und auch diesen Teil jetzt hier könnte man rausschneiden. Natürlich, umso mehr man rausschneidet, umso mehr Arbeit ist es auch im Endeffekt. Aber umso besser wird natürlich auch die Qualität des Videos und umso besser wird es einfach auch für die Zuschauer, weil kein Zuschauer hat Lust, sich irgendein Video anzuschauen, wo 20 Mal eine leere Stelle ist und nichts gesagt wird. Darum. Sowas könnte man rausschneiden, theoretisch. Ich lasse es jetzt aber erstmal drin, aufgrund dieser Kleinigkeiten. Also, das sind jetzt so eine minimalen Sachen, das wird sich jetzt nicht lohnen in diesem Fall. Am besten immer manuell wirklich hier das Nachziehen, das geht am einfachsten. Okay, ich werde es jetzt an dieser einen Stelle, werde ich es mal nochmal machen. Hier fange ich an mit am besten. Jetzt. Am besten immer. Genau, ab hier würde ich nochmal einen Cut reinsetzen. Weil es mir dann auf Dauer doch ein bisschen zu nervig ist, bin ich ehrlich. Ich muss nochmal gucken, wann das hier anfängt. So, weiter geht's. Wie es weitergeht zum Beispiel, könnte man auch rausschneiden. Aufrollen. So, weiter geht's. Das würde ich ganz rausnehmen hier. Mal hier die Spule mal ein bisschen aufrollen. Das mit dem Spulen aufrollen finde ich noch gut. Und jetzt werde ich hier einen Cut setzen. Genau. Perfekt. Und dann werde ich das hier rausnehmen. Der Teil ist relativ unrelevant. Wie gesagt, diese Übergänge, die können wir gleich noch machen. Spule mal ein bisschen aufrollen. Am besten immer manuell wirklich hier. Diesen Übergang zum Beispiel finde ich gar nicht so schlecht. Also man sieht es zwar so ein bisschen am Bild, dass sich die Position verändert, aber von der Voice Line finde ich es sehr, sehr flüssig und sehr, sehr passend. Das Nachziehen, das geht am einfachsten und jetzt ist der Punkt erreicht, dass das relativ simpel geht. Rollst du mal schnell hier auf. So. Okay, dann haben wir das Filament hier. Hier haben wir jetzt noch so den Rest. Den kann man jetzt hier noch schön festmachen, indem man das einfach mal hier reinsteckt in so ein Seitenloch. Damit sollte das auch nicht mehr rausrutschen. Perfekt. So, und da haben wir es schon. Nehme ich das mal raus. Jetzt sehen wir schon, hier ist die Rolle. Die können wir jetzt einfach entfernen. Liegt jetzt erstmal zur Seite. So. Hier haben wir auch schon die zweite Rolle. Oder die Rolle, die wir jetzt im Endeffekt drin haben wollen. Vielleicht nochmal einen kleinen Tipp, wenn man jetzt ganz professionell sein will. Ich habe hier einen kleinen Versprecher gehabt. Ich habe gesagt, ich lege das jetzt erstmal zur Seite, anstatt ich lege das jetzt zur Seite. Wenn man jetzt professionell ist, könnte man theoretisch dieses Wort Leak, was ich da gesagt habe, was es natürlich nicht gibt, rausschneiden, dass ich im Endeffekt dort nochmal das selber nachspreche. Also ich könnte das nochmal einsprechen, die Audiodatei hier reinziehen, in eine zweite Spur packen und dann könnte man es halt so anpassen, dass sich das so anhört, als wenn das dazugehört und dass ich diesen Versprecher nicht habe. Aber das ist natürlich ein ganz schöner Aufwand für so eine Kleinigkeit und das werde ich jetzt in diesem Fall natürlich nicht machen. Können wir jetzt einfach in diese Ablage hier einfach reinlegen. Das ist so eine Rolle, das bewegt sich automatisch mit, das ist ganz praktisch. So, dann nehme ich das mal in die andere Hand und werde jetzt mal das Filament hier rausnehmen. Hier ist es genau dasselbe. Hier haben wir einfach mal so ein Ding drin. Also es ist fest gewesen. Ich drehe die Rolle jetzt noch einmal um, damit es besser passt. Vielleicht hier nochmal ein allgemeiner Tipp. Was mir jetzt nochmal auffällt, von der Autospur her, die ist jetzt gerade auf dem rechten Ohr bei mir, wenn ihr mit einem Stereo-System hört. Das ist natürlich jetzt ja nicht optimal. Am besten wäre es natürlich, wenn es verteilt wäre auf beide Ohren. Das heißt, ich hätte hier am besten auch ein Ansteckmikrofon oder sowas für das Video nutzen sollen. In dem Fall habe ich halt ein Handy benutzt mit einem Handymikrofon. Dieses habe ich dann bewegt, um die ganzen Sachen hier zu zeigen. Und somit hat sich natürlich auch die Audio Ausrichtung, sage ich mal, verändert. Und das hört sich jetzt nicht ganz so toll an. Das könnte man auch auf jeden Fall noch besser machen. Alles mit einer Hand, also nicht wundern, dass es hier ein bisschen komisch aussieht. So, genau, und jetzt sind wir eigentlich schon noch schon bei. So. Sie sehen, wir haben das jetzt dort. Ich gehe jetzt erstmal hier auf das Display auf Erfolg und sage, ich will loaden. Ich will den rechten Extruder. Und jetzt muss man hier noch ansagen, was man hier für Material hat. In dem Fall benutzen wir PLA, ganz links. So, jetzt bringt er erstmal wieder hier den Extruder nach hinten. Warten wir einen Moment.
Und jetzt sagt er hier auch schon, was wir zu tun haben. Wir müssen das jetzt da erstmal reinmachen, bis es einen Widerstand gibt. Und dann müssen wir auf Next klicken. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal hier das ein bisschen reinschieben. So lang, bis wir da einen Widerstand haben. Jetzt merke ich, es geht nicht mehr weiter rein. Nicht zu viel Gewalt aufwenden, nicht irgendwie mit Gewalt reinstecken, sondern einfach stoppen, wie es hier auf der Anzeige gesagt wird. Und dann einfach hier auf OK. Wechsel nochmal schnell die Hand. So, was steht jetzt hier? Jetzt sagt er mir, dass ich die Hände wegmachen soll. Mache ich auch. Jetzt bewegt dann mich wieder diese Drüse oder Düse. Auch hier hätte man sich ein bisschen besser vorbereiten können in dem Video. Ich habe natürlich, also ich kenne natürlich einen 3D-Drucker, ich weiß auch, wie man die Sachen wechselt und so, aber man macht das natürlich auch nicht jeden Tag. Das heißt, man kennt natürlich auch nicht diese ganzen Texte auf dem Display und man will ja in dem Video auch nichts Falsches machen. Das heißt, ich habe mir in diesem Fall diesen Text durchgelesen und das zieht natürlich auch Zeit, wenn ich das dann nochmal sozusagen übersetze in dem Moment und dann nochmal vorlese oder beziehungsweise nochmal wiedergebe. Und das hätte man natürlich auch vorher schon machen können, dass man diesen ganzen Ablauf vorher einmal durchgeht und danach, also wenn man das Video aufnimmt im Endeffekt, das schon weiß und das hier ein bisschen flüssiger wird. Und jetzt steht, dass ich es nochmal aktiv reinpushen soll, bis es anfängt, dass er es selber nimmt, sozusagen. Mach ich jetzt hier auch mal. Vielleicht mal von der Seite. So, hier ist vielleicht besser. So, jetzt seht ihr schon, es wird eingeführt. Das dauert jetzt auch einen kleinen Moment. Vielleicht sieht man es auch, hier sieht man es jetzt schon gleich. Da sieht man es, da kommt es. Kommt das Filament schon durch. Und müsste jetzt ja gleich im Extruder auch sein. Hier haben wir wieder eine Stelle, wo man relativ lange wartet. Die würde ich ausschneiden. Der jetzt ja gleich im Extruder auf. Ich schaue jetzt noch mal kurz, wo das anfängt. Mach ich jetzt hier auch mal. Vielleicht mal von der Seite. So, hier ist vielleicht besser. So, jetzt seht ihr schon, es wird eingeführt. Das dauert jetzt noch einen kleinen Moment. Genau, hier beispielsweise könnte man das ja rausschneiden. Hier sage ich ja, es dauert einen Moment und dann kann man den Moment sozusagen rausschneiden und dann geht es da weiter, wo es wieder was gibt, was interessant ist. Vielleicht sieht man es auch, hier sieht man es jetzt schon gleich. Da sieht man es, da kommt es. Okay, das heißt, ich würde hier nachschneiden. Das dauert jetzt auch einen kleinen Moment. Das finde ich noch gut, dass ich das hier kurz sage. Das ist natürlich jetzt auch eine Präferenzsache, so die einen würden das rausschneiden, die anderen nicht. Ich lasse es in dem Fall jetzt mal drin, mache hier einen Cut und gucken wir jetzt mal an, wie es weitergeht. Vielleicht sieht man es auch, hier sieht man es jetzt schon gleich. Dieses hier sieht man es jetzt schon gleich, das könnte man beispielsweise wieder reinnehmen. Ist jetzt ein bisschen eine Fummelarbeit, dafür muss man jetzt ein bisschen mehr reinzoomen. Ich höre nochmal hin. Hier sieht man es jetzt schon gleich, da sieht man es. Ab hier circa. Kommt, sieht man es, da kommt. Na, eine Säule davor. Da sieht man es. Genau, ab hier sage ich, da sieht man es. Da sieht man es. Genau, das heißt, hier könnte ich den Cut setzen, genau hier. Ich sage das ja auch hier ein bisschen doppelt. Ich sage einmal, hier sieht man es und dann da sieht man es. Den hier sieht man es Teil schneide ich jetzt raus, dass man das auch nur noch einmal hört. Hört sich auch gleich ein bisschen besser an. Dann schiebe ich das wieder zusammen und wir schauen uns das jetzt nochmal an. Da sieht man es, da kommt es. Ah, das war ein bisschen schnell. Geh nochmal ein bisschen weit nach hinten. Das ist halt die Sache, wenn ihr reinzoomt, dann geht natürlich dieser Strich, die Zeit geht dann natürlich schneller vorbei, sage ich mal, beziehungsweise das Ding bewegt sich schneller, weil ihr halt mehr reingezoomt seid in den Sekunden. Seht ihr schon, wird eingeführt. Das dauert jetzt auch einen kleinen Moment. Da sieht man es, da kommt's. Kommt's wieder. Finde ich sehr gut. Wenn man jetzt hier noch einen kleinen knappen Übergang reinnimmt, denke ich mal, sieht das sehr, sehr gut aus. Schon durch. Und müsste jetzt ja gleich im Extruder auch sein. Hier ist wieder so ein Moment, wo nichts passiert. Den würde ich auch wieder rausschneiden. Extruder auch sein. Genau. Ich guck mal kurz, ob hier noch irgendwas im Moment passiert und was hier passiert. So, und dann haben wir das auch jetzt hier. Jetzt dauert das wieder einen Moment. Genau, da geht's weiter. Das heißt, ich würde wirklich, wie ich gerade gesagt habe, schon einmal hier einen Cut machen und einmal hier einen Cut machen. Ich mache, also sicherheitshalber, macht den immer ein bisschen weiter vorne als bis dahin, wo ihr denkt. Hört euch das Stück hier nochmal an und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr das raus haben wollt. Ihr könnt natürlich auch STRG Z machen, wenn ihr was falsch macht oder wenn ihr aus Versehen jetzt hier nochmal klickt, weil ihr das Tool noch nicht weggewählt habt, dann könnt ihr STRG Z machen und macht es wieder rückgängig. Ich lösche jetzt das Stück und werde mir das jetzt nochmal hier anschauen.
müsste jetzt ja gleich im Extruder auch sein. So, und dann haben wir das. Das ist jetzt zum Beispiel ein relativ krasser Cut. Ich guck's mir nochmal an. Ja, gleich im Extruder auch sein. So, und dann haben wir das. Ja, okay, es geht. Die Kamera bewegt sich leicht. Die Voiceline verändert sich ein bisschen. Hier sieht man's. Könnte man jetzt noch schöner schneiden, damit es noch ein bisschen flüssiger ist. Man könnte natürlich auch die Frames noch anpassen, wenn man es ganz krass macht, dass man halt hier einen leichteren Übergang hat, dass es zwar ein bisschen, ich sag mal, ruckelig ist, aber dann im Endeffekt besser aussieht, ein bisschen flüssiger. Aber ich lasse das jetzt erstmal so. So, und dann haben wir das auch jetzt hier. Jetzt dauert das wieder einen Moment. Hier haben wir diesen Moment, der das dauert. Würde ich auch rausschneiden gleich. Guck mal, ob hier noch irgendwas passiert. Nee. So, okay. Durch. Jetzt. Was wir jetzt machen, wir wollen jetzt. Das so kann ich auch rausschneiden. Was wir jetzt machen, würde ich dann wieder drin lassen. So, okay. Jetzt ist es durch. Was wir jetzt machen. Genau, ab hier geht, was wir jetzt machen, los, also wo ich das sage. Das heißt, bis hier würde ich auf jeden Fall den Cut machen. Ich mache den mal hier. Genau, und hier vorne, wo überhaupt nichts passiert. So. Haben wieder ein großes Stück und das spart uns natürlich auch wieder ein bisschen Zeit, denn man muss überlegen, umso länger das Video ist, ist es natürlich auch umso mehr zu schauen für den Zuschauer und viele haben natürlich auch keine Lust, ein Video zu gucken, was so sehr lange geht. Deshalb machen wir das, versuchen wir das so kurz zu machen wie möglich. Also es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, Videos zu machen. Es gibt natürlich auch jetzt Livestreams oder Tutorials, wie wir sie machen. Die gehen dann teilweise auch mal ein bisschen länger. Aber allgemein sollte jetzt ein Video keine 3 Stunden gehen, so. Oder auch sowas halt, je nachdem, was man halt macht. In dem Fall ist es halt ein Filamentwechsel, der dauert nicht lange, das heißt, das Video muss auch nicht lange gehen. Jetzt dauert das wieder einen Moment. Was wir jetzt machen, wir wollen jetzt. Hier zum Beispiel ist der Übergang auch fast perfekt, weil die Kamera bleibt an der gleichen Position. Die Voiceline geht auch klar, man hört es kaum, dass da ein Schnitt ist. Da muss man zum Beispiel auch eigentlich keinen Übergang machen, weil das hört man kaum. Also an manchen Stellen macht ein Übergang sehr viel Sinn, aber an manchen Stellen auch nicht. Und in diesem Fall könnte man hier beispielsweise keinen Übergang machen. Da rauskommt, man sieht doch schon, es kommt doch schon raus. Hier sieht man noch die alte Farbe, die vorher drin war. Wir wollen aber jedoch, dass es natürlich komplett grün ist. Jetzt könnte man hier schauen. Es sieht schon ganz gut aus, aber ich mache es sicherheitshalber noch einmal. Das heißt, ich loade hier nochmal. Und jetzt seht ihr, dass es hier auch weitergeht. Hallo. So, jetzt nochmal als Erklärung. Hier habe ich ja auch jetzt gerade Hallo gesagt. In diesem Part hier ist jemand reingekommen in meinen Raum. Ich war ein bisschen verwundert und habe mich nicht mehr so auf das Video konzentriert oder nicht so konzentrieren können, wie ich es wollte. Das heißt, ich werde diesen Teil jetzt rausschneiden, weil der im Endeffekt nichts gesagt wird. Ihr seht es ja auch, hier ist ja nur Ruhe. Ich schaue mal kurz, ob hier noch was ist. Als nächstes gehen wir auf. Genau, ab diesem als nächstes würde ich weitermachen. Das heißt, ich würde jetzt einen Cut setzen. Ich muss mal kurz nochmal gucken, was das hier genau war. Und jetzt seht ihr, dass es hier auch weitergeht. Ab diesem Weitergeht würde ich dann den Cut machen. Also ab hier circa. Hier einen Cut machen. Nochmal kurz hier schauen, wo das jetzt hier war. Okay, ab diesem Block sage ich als nächstes. Das heißt, bis dahin können wir den Cut machen. Ich würde sagen, circa hier. Klicken wir mal auf. Das dauert immer einen Moment, nicht wundern. Dann kann das Stück jetzt raus entfernen. So, und schon ist das Video wieder ein bisschen kürzer. Schauen wir mal an, wie sich das anhört. Und jetzt seht ihr, dass es hier auch weitergeht. Als nächstes gehen wir auf Accept. Bestätigen dann. Hier hört man auch wieder, dass meine Stimmlage hier wieder ein bisschen anders ist. Ist jetzt aber nicht weiter schlimm, hört sich nicht perfekt an, aber man kann es auf jeden Fall machen. Dass das Bild soweit durch ist und jetzt wird das automatisch hier auch schon abgetrennt. Genau. Und wenn das jetzt da hinten angelangt ist, können wir uns doch das ganz einfach abnehmen. Seht ihr den Rest? Der kommt jetzt weg. Lege ich erstmal zur Seite. Den können wir auch wiederverwenden. Den werden wir nicht wegschmeißen. Und jetzt seht ihr auch schon, was passiert. Könnt ihr nochmal auf Success gehen. Und das war es im Endeffekt auch schon. So haben wir das Filament also wieder eingefügt, also rausgenommen, unloaded und wieder. Ihr merkt ja auch, hier habe ich auch wieder einen kleinen Versprecher drin. Kann man jetzt auch wieder rausschneiden. Man könnte es auch ein bisschen frühzeitig beenden, indem man einfach hier irgendwo einen Cut macht, dann diesen restlichen Teil einfach lässt. Ich höre es mir nochmal kurz an. Können wir nochmal auf Success gehen. Und das war es im Endeffekt auch schon. So haben wir das Filament also wieder. Genau, hier ist es ein bisschen ärgerlich, weil ich hier leider das Wort nicht zu Ende bringe. Sonst könnte man sagen, dass man es bis zu diesem Punkt macht und dann beendet. Jetzt würde es sich aber ein bisschen blöd anhören, wenn ich es da beenden würde. Können wir nochmal auf Success gehen. Und das war es im Endeffekt auch schon. So haben wir das Filament also wieder eingefügt, also rausgenommen, unloaded und wieder geladen sozusagen. Genau, das war es auch schon. Jetzt können wir auch theoretisch schon mit dem Druck anfangen.
können hier wieder rausgehen. Die Stelle gefällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so schön. Was man machen könnte, man könnte dieses ganze Stück rausnehmen und könnte jetzt nochmal so eine Verabschiedung, sage ich mal, machen. In dem Fall müsste die aber am besten auch im WinLab sein, da bin ich gerade nicht. Das heißt, ich habe gerade die Möglichkeit nicht und würde das jetzt einfach erstmal so lassen. Was viele auch machen bei YouTube-Videos, die machen eine Art Endcard. Das heißt, sie machen hier in dem letzten Teil einfach so eine Art Bild, Standbild rein, wo man dann meistens hier links und rechts so einen Kasten hat, wo man dann bei YouTube Sachen verlinken kann. Also bei YouTube gibt es ja so eine Abspannfunktion. Da könnte man dann noch Videos demjenigen, der das schaut, vorschlagen. Aber ich würde sagen, das hört sich oder sieht jetzt auch schon mal ganz gut aus. Wir haben ein paar Cuts, wo wir jetzt noch einen Filter rüber machen können, beziehungsweise einen Übergang, keinen Filter. Aber ihr seht schon, wir haben hier schon eine Menge geschnitten. Das Video dauert hier natürlich jetzt auch ein bisschen länger, aber das ist in diesem Fall jetzt auch nicht schlimm. Ich würde sagen, als nächstes machen wir mal die Übergänge und dann können wir auf jeden Fall noch hier dieses Banner mit einbringen, weil hier gibt es auch noch ein paar Sachen zu beachten. Das werde ich euch gleich dann auch noch mal zeigen. Jetzt schauen wir mal, wo brauchen wir einen Übergang? Hier könnte man einen Übergang machen, würde ich aber nicht unbedingt machen, weil ich kündige das ja auch schon so ein bisschen an, dass jetzt das Intro kommt. Hier muss ich mal kurz reinhören. Was mir gerade noch einfällt, ist jetzt ein kleines anderes Thema, aber dieses WinLab-Intro hier, das haben wir extra so designt, dass hier unten ein Text stehen kann. Das heißt, was ich jetzt machen würde, ich würde gucken, ab wo das vollständig da ist, ab hier. Und ich würde jetzt einfach mal kurzfristig einen Text einfügen, dann seht ihr auch mal, wie man sowas macht. Ich hatte es euch ja, glaube ich, schon gezeigt, das ist im Endeffekt einfach nur ein Titel. Geht ihr hier auf Titel und dann könnt ihr hier aussuchen, was ihr für eine Art haben wollt. Ich nehme immer Standard 1. Könnt ihr hier was eingeben, Dateiname ist eigentlich relativ egal, das ist, seht ihr nur hier oben in den Mediendateien. Zeile 1 sage ich jetzt einmal, Filament wechseln. Ist jetzt ein bisschen verschoben von der Zeit her, aber das passt soweit. Filament wechseln, hört sich gut an. Jetzt können wir hier noch die Farbe ändern, theoretisch. Was wir auf jeden Fall noch machen sollten, ist den Hintergrund ändern. Der ist jetzt hier in dem Fall schwarz. Was ich da immer mache, ich mache den Alpha-Kanal auf 0. Das ist einfach nur durchsichtig, das heißt, wir haben einen transparenten Hintergrund. Also jetzt geht es im Endeffekt um diesen Text, das heißt, wir haben hier einen transparenten Hintergrund und sehen dann den Hintergrund von dem Video anstelle des Texthintergrundes. Das heißt, wir haben jetzt keinen hässlichen Kasten oder so hier. Schriftfarbe würde ich auch noch ändern, das Blau gefällt mir jetzt nicht ganz so gut. Ich würde ein Schwarz, beziehungsweise man könnte so ein bisschen so ein Grau nehmen. Ich mache mal sowas hier, dass es so leicht an das angelehnt ist. So, okay. Jetzt sehen wir es ja auch schon. Und ich würde mal gucken. Hier ist der Alpha-Kanal normal. Gut, weil das sieht so leicht durchsichtig aus. Gehen auf Speichern. Haben jetzt den Text hier oben drin. Der heißt jetzt Test. Wie der heißt, ist relativ egal. Okay, jetzt habe ich hier das aus Versehen hier oben hingeschoben. Ich lösche mal kurz nochmal hier das hier, was ich gerade aus Versehen erstellt habe. Oh Mann, jetzt habe ich hier gerade ein bisschen Mist gebaut. Aber auch das passiert. So. Okay, jetzt haben wir hier den Text. Wir wollten den ab hier haben und was wir jetzt machen können, wir können ganz einfach hier das Ende bis dahin ziehen, bis wo wir das haben wollen. In dem Fall ist es hier. Jetzt seht ihr auch schon, es ist sozusagen auf der zweiten Layer und ist jetzt in diesem Fall aber über dem WinLab-Logo. Wir wollen das natürlich nicht über dem WinLab-Logo haben, sondern wir wollen das im Endeffekt ja hier unten haben. Wie man das macht, ist relativ simpel. Ihr wählt den Text hier aus und geht jetzt einfach mal hier links in die Option. Jetzt habt ihr ja sowas wie Ort Y und Ort X. Das könnt ihr ändern und ihr seht schon, es verschiebt sich. X würde ich aber auf 0 lassen, damit ist es mittig. Ich würde aber Y ändern. Y ist die Höhe in dem Fall. Die könnt ihr ein bisschen runterschrauben und dann seht ihr schon, es verändert sich. Ich würde sagen, die Höhe ist beispielsweise ganz gut. Was mir jetzt noch auffällt, dieses WinLab-Logo ist nicht ganz zentral, beziehungsweise der Text darunter ist nicht ganz mittig darunter. Das gefällt mir nicht so gut. Das heißt, ich ändere X doch nochmal ein bisschen ab. Hier könnt ihr ein bisschen rumprobieren, sage ich mal, wo der Text euch am besten gefällt. Ich sage beispielsweise mal so, finde ich es ganz gut. Und noch eine wichtige Sache, da ich das hier am Anfang gemacht habe, bleibt es auch die ganze Zeit an der Stelle. Hätte ich das jetzt hier am Ende eingegeben, den Ort, dann wäre das so eine Art Animation gewesen von diesem Ort zu diesem Ort. Was ich jetzt mal kurz mache, ich schaue mir das mal kurz an. Ah, das sieht aber schon ganz gut aus. Ich schaue es mir nochmal wirklich als Video an. Genau, es geht ein bisschen zu lange, der Text, der ist noch da, wenn das Video schon weg ist, darum beende ich das mal ein bisschen früher. So hier. Jetzt sollte es besser sein.
Ich guck mal kurz. Genau, jetzt geht das weg, also der Text geht weg und im nächsten Frame fast geht eigentlich schon das zu dem Hauptvideo. So gefällt es mir ganz gut. Eine kleine kurze Sache vielleicht noch an euch, wenn ihr hier ein Problem habt mit dem Sound, also ihr habt ja gerade gehört, der Sound hat ein bisschen nachgeleckt hier in der Vorschau. Erstens nicht wundern, es ist wie gesagt bei dem endgültigen Rendern im Endeffekt nicht mehr so. Und zweitens könnte man das auch beheben, da gibt es einen kleinen Trick, indem ihr auf Profil auswählen geht. Ihr könnt ja das Profil theoretisch jetzt einmal umstellen auf irgendein anderes Profil. Dann seht ihr schon, der ändert das hier kurz, aber der macht da nicht viel mehr. Und jetzt können wir das wieder zurückändern. In unserem Fall können wir das jetzt auch mal in das Profil ändern, was wir am Ende haben wollen. Wir wollen Full HD, also 1080p haben, mit 30 FPS, also das hier, genau genommen. Genau, jetzt hat das geändert. Genau, schließen. Gehen mal wieder hier unten auf unsere Audioline. Und jetzt sollte dieses Problem mit dem Sound auch weg sein. Wie gesagt, das ist nur in der Vorschau, also ihr könnt es theoretisch auch lassen. Nur wenn es euch ein bisschen stört, dann könnt ihr das hier ändern. So, okay, ich gehe jetzt mal zu den Übergängen. Also ich schaue mal, ob wir hier einen Übergang bräuchten. Hier wäre ein Übergang ganz gut. Das heißt, ich mache jetzt einen kleinen Übergang. Ich mag so eine großen Übergänge nicht unbedingt. Ich schaue mal, wie sich das jetzt anhört. Und wird dann gleich rausgezogen. Warten wir hier mal einen kleinen Moment. Jetzt wird erstmal die Temperatur. Ich finde den Übergang hier in dieser Stelle beispielsweise schon fast einen Tick zu groß. Ich mache den nochmal ein bisschen kleiner. Warten wir hier mal einen kleinen Moment. Jetzt wird erstmal die Ja, so ist es okay. Bin ich zufrieden mit, lassen wir. Hier schaue ich mal kurz beim nächsten Stück. Erstmal ohne Übergang. Temperaturen werden. So. Hier würde ich auch einen kleinen Übergang mit reinnehmen. Wirklich nur minimal, das reicht schon. Und ich würde auch jetzt so einen Standardübergang nehmen. Ich weiß, wir könnten jetzt hier unter Übergänge könnten wir jetzt auch einen besonderen Übergang nehmen, aber ich will irgendeinen Übergang jetzt mal haben. Das ist jetzt relativ egal, welchen wir hier haben. Kann das gleich auch rausgezogen werden. So, jetzt Ja, sagt. finde ich gut, gefällt mir gut. Lassen wir so. Gehen wir zum nächsten Schnitt, den wir gemacht hatten vorhin. Mir aufrollen. Am besten immer manuell wirklich hier. Hier könnte man natürlich auch einen Schnitt reinbringen, aber ist meiner Meinung nach jetzt nicht so wichtig. Ich schaue es mir aber trotzdem noch kurz nochmal an. Nach. Jetzt mal hier die Spule mal ein bisschen aufrollen. Am besten immer manuell wirklich hier. Ja, vielleicht einen kleinen Übergang. So, ganz, ganz klein. Noch ein Tick kleiner. So, ja. Mal ein bisschen Am besten immer aufrollen. manuell wirklich hier das Nachziehen. Ja. Ist okay jetzt, würde ich sagen. Das ist auch eine Präferenzsache, wie gesagt. So, wenn ihr sagt, oh, das gefällt euch so oder ihr findet den Übergang blöd, dann könnt ihr das bei euch natürlich auch so machen, wie ihr es bei euch denkt. Und man kann damit natürlich auch sehr kreativ sein. Man kann damit teilweise Sachen machen, die echt ganz cool sind. So auch coole Effekte und sowas kann man damit auf jeden Fall machen. Ich ziehe das erstmal hier ran. Zoome mir wieder ein bisschen rein und schaue mir jetzt mal hier die nächsten Übergänge an. Da sieht man es, da kommt. Hier beispielsweise würde ich auf jeden Fall einen Übergang machen. Das dauert jetzt noch einen kleinen Moment. Da sieht man es, da kommt's. Ja. Übergang sieht in dem Fall einfach ein bisschen besser aus. Okay, jetzt macht er einen. Eben hat er kurz keinen gemacht. Noch einen kleinen Moment. Da sieht man es, da kommt's. Minimal kleiner machen, dass die sich nicht zu krass überlappen. Noch einen kleinen Moment. Da sieht man es, da kommt's. Ist okay. Und man muss natürlich auch bedenken, Übergänge machen immer noch das Video noch ein minimal bisschen kürzer. Also das ist jetzt in dem Fall nicht viel, aber ganz wenig. So, gehen wir zum nächsten Übergang. So, und dann haben wir das auch jetzt hier. Das, ich schaue es mir nochmal an, aber hier finde ich, passt das ganz gut. Hier braucht man keinen Übergang. Würde auch sein. So. Das war das, was ich vorhin gemeint habe, hatte mit, dass man das hier lassen kann, dass man hier keinen Übergang braucht. Das lasse ich direkt so. Und dann haben wir das auch jetzt hier. Jetzt dauert das wieder einen Moment. Was wir jetzt machen, wir. Hier genau dasselbe, das kann man auch so lassen. Die Kamera ist fast genau in derselben Position, wenn wir hier mal schauen. Minimal anders nur. Wenn man es jetzt perfekt haben will, kann man das noch ein bisschen ändern, ein bisschen zurechtschneiden, aber ich lasse es jetzt in dem Fall so. Wir sind hier Amateure, wir sind keine Profis. Das passt. Ich schaue mir jetzt mal den letzten Übergang an. Hier sollte man auf jeden Fall noch einen kleinen Übergang mit reinnehmen. Mache ich mal. Ich schaue es mir nochmal an. Und jetzt seht ihr, dass es hier auch weitergeht. Als nächstes gehen wir auf Accept. Ja, finde ich sehr gut. Und das war's auch. Wir haben es jetzt hier, wie gesagt, fertig. Eine Sache fehlt noch, dann sind wir auch schon durch. Das letzte, was ich machen wollte, ist dieses Banner. Das ist so ein kleines Banner, aber ich kann es euch ja mal kurz zeigen. Ich mache es jetzt einfach mal hierhin erstmal. Was passiert?
Ihr seht es hier in der Mitte, wir machen es natürlich jetzt noch ein bisschen schöner, aber hier seht ihr es im Endeffekt. Das kennt ihr vielleicht auch aus unseren Videos. Und jetzt können wir uns erstmal eine schöne Stelle suchen, wo wir das einfügen wollen. Da gibt es jetzt auch verschiedene Varianten, wie man das machen kann. Am besten nicht dahin machen, wo die Übergänge sind, oder vielleicht auch nicht unbedingt dahin machen, wo schon Text ist. Kann man machen, aber sieht dann nicht ganz so schön aus einfach. Ich mache das jetzt einfach mal, würde ich sagen, hier hin. Ich schaue mir mal kurz, was hier passiert an der Stelle. Ich hoffe, man sieht es. Genau hier. Genau, hier sollte man natürlich auch darauf achten. Also ich mache das gleich noch kleiner, keine Angst. Aber man sollte trotzdem noch darauf achten, an welcher Stelle man das macht, wo gerade sozusagen die Aufmerksamkeit des Zuschauers ist, damit man das dann an einer Stelle einordnet, also einfügt, wo vielleicht auch nicht so viel Wichtiges passiert. Beispielsweise hier könnte ich es jetzt einfügen, wo ich das mit dieser Spule erkläre. Also hier beispielsweise. Ich höre es mir mal kurz an. Jetzt seht ihr, geht. Rollst du mal schnell hier auf. So, okay, dann haben wir das Filament hier. Hier haben wir jetzt noch so den Rest. Die Stelle finde ich gut. Das heißt, wir können jetzt mit der Bearbeitung dieses Elements anfangen. Ich gehe wieder hier an den Anfang, wo das eintritt. Hier tritt es ein. Aber ganz genau. Man muss wirklich den ersten Frame erwischen, das ist wichtig. Genau hier. Hier ist der erste Frame, wo das losgeht. Wählt das dann aus, also man klickt einmal rauf. Dann habt ihr hier wieder diese Übersicht. Jetzt wollen wir erstens das wieder an eine andere Position bringen. Ich mache das meistens mal hier links unten hin. Man kann es auch rechts unten hin machen. In dem Fall ist jetzt rechts unten diese Rolle. Das heißt, ich finde links passt es besser. Das heißt, wir werden hier die XY wieder ändern. Bevor wir das aber machen, würde ich dieses gesamte Ding ein bisschen kleiner machen. Das ist mir ein bisschen groß. Dafür gibt es auch eine Skalierung. Die seht ihr hier, XY-Skalierung. Ich kann es ja mal testen. Ihr seht schon, was passiert. Der croppt es im Endeffekt so ein bisschen zusammen. Das sollte man natürlich jetzt nicht übertreiben. Aber ich mache einfach mal beide Werte auf 0,5. Wichtig ist, dass ihr dann noch beide Sachen verändert, weil sonst wird es sehr lang gezogen und sieht dann auch nicht mehr so schön aus. So würde es jetzt mit 0,5 aussehen. Ist mir immer noch ein Tick zu groß. Das soll ja nur so eine kleine Nebeninformation sein im Video. Das heißt, ich mache es jetzt mal auf 0,3. Genau sowas hier. Sieht schon besser aus. Ich ändere jetzt mal die Position und gucke es mir an, wie es aussieht. Dafür nehme ich hier wieder die X- und Y-Achse. Bei X ist jetzt darauf zu achten, dass wir das Ganze an den Rand bekommen. Aber es soll natürlich noch im Video zu sehen sein. Das wäre jetzt in dem Fall genau hier. Und Y ziehen wir das so weit, bis es unten ist, hin. Ist ein bisschen Feinschliff gefragt, aber das sollte soweit passen. Schauen wir uns das mal an. So, okay, dann haben Okay, was wir jetzt sehen ist, das fängt an in der Mitte und geht in diese Ecke. Das ist auch nicht so schön. Ich würde mal kurz gucken, woran das liegt. Genau, hier ist das Problem. Der erste Frame, da sind die Angaben, also das ist nicht, ich habe es jetzt falsch gemacht, was ich euch gerade erklärt hatte, dass man es das sofort auf den ersten Frame machen muss. Ich habe es jetzt im zweiten Frame gemacht und das heißt, erst im zweiten Frame ist das an dieser Position. Das heißt, ich werde mir jetzt mal die Sachen hier merken und die jetzt mal auf den ersten Frame übernehmen. Wir haben minus 35 und 43. Das heißt, ich gehe jetzt gucken. Genau, hier ist der erste Frame. Und ändere die Sachen jetzt mal ab. Minus 35, also 0,35 und 0,43. So, jetzt haben wir es schon mal in der Position. Kurz noch schauen, was die Skalierung war. 0,3 war die Skalierung. Genau hier. Mache ich jetzt hier auf 0,3. Wichtig ist immer natürlich, aus Fehlern lernt man. Das heißt, wenn ihr hier irgendwie so eine kleine Sache macht, könnt ihr das natürlich beim nächsten Mal einfach besser machen. So. Ist ja gut, dass man noch ein paar Fehler macht. Geht, rollst du mal schnell hier auf. So. Wir haben es jetzt immer noch. Das heißt, ich habe es immer noch nicht ganz richtig gemacht. Es muss irgendwo vorher schon erscheinen. Hier. Okay. Hier müssen wir das machen, auf diese Stelle nochmal. Ich mache dasselbe jetzt nochmal. So, jetzt sollte es aber passen. So, okay, dann haben wir das Filament hier. Hier haben wir jetzt noch so den Rest. Den kann man jetzt hier noch schön festmachen, indem man das einfach mal hier reinsteckt in so ein Seitenloch. Perfekt. Ich würde sagen, das sieht da schon um einiges besser aus jetzt. Jetzt haben wir das nur in der Ecke, das schwingt nicht mehr hier so komisch hin und her. Okay, ich würde sagen, das war's auch schon mit dem Video. Wir haben jetzt hier alles gemacht.
Ging wahrscheinlich jetzt ein bisschen länger im Endeffekt, aber ihr habt natürlich auch ein bisschen was mitgenommen von dem Video. Wichtig ist natürlich immer, Praxis macht den Unterschied. So, man muss ein bisschen das in der Praxis anwenden. Ich kann euch theoretisch alle diese Funktionen hier erklären, aber in der Praxis ist halt dann doch nochmal was anderes in der Anwendung. Und ich habe jetzt natürlich auch nur die wichtigsten Sachen so gezeigt. Wir haben jetzt ja ein paar Schnitte gemacht. Wir haben die Sachen ausgewählt, in die richtige Reihenfolge gebracht. Wir haben ein paar kleine Übergänge gemacht. Wir haben Text eingefügt und wir haben auch nochmal so ein Banner eingefügt und genau, das war's im Endeffekt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr könnt gerne kommentieren, wenn ihr was gelernt habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.